Ja, auch stylisch. So, 100 Meter sind gleich da. Legen wir zu Fuß eben zurück. Hoffentlich ist es keine so große Mission. Uiuiuiui. 18.000 habe ich inzwischen. Geil. Zieh Leine, wenn du nicht genauso enden willst. Juhu! Noch ein Unruhestifter. Zack, zack. Alter, wie die fertig gemacht werden, einfach nur, ne? Zack, schieb ab. Jawohl, und tschüss. Das wär's gewesen mit denen. Ich muss gerade mal nebenbei ein bisschen auf die Uhr achten. Genug! Hau ab! Oder erst. Bam! Ich wollte eigentlich gerade was trinken. Ein Glück, dass ich noch. Dass das noch ein bisschen gedauert hat. Oh, ein Schmied, oder was? Nichts, was nicht verheilt. Vielen Dank, Fremder. Was hatten die vor? Die Bande hat mich über das Land gezerrt, als abschreckendes Beispiel für Deserteure. Nun sag, wer bist du? Connor. Ein Deserteur, sagst du? Ich befürworte den Krieg nicht und ich liebe dieses Land. Was hat man davon? Ich bin David Walston. Manche nennen mich Big Dave. Darf ich fragen, wo du lebst, damit ich meine Schuld zurückzahlen kann? Könnte etwas dauern. Wir Schmiede verdienen zurzeit nicht allzu viel. Unsere Gemeinde ist nicht weit von hier. Und wir brauchen wirklich sehr dringend einen Schmied. Wie wär's, wenn du bei uns arbeitest? Nun, das würde das Zurückzahlen erleichtern. Ich bin dabei. Sehr schön. Haben wir einen geilen Schmied hier, oder was? Geil. So, nochmal ein bisschen durch die Bäume laufen. Weil ich das so gerne mache. Wo liegt denn die nächste Mission? Ach ja, da unten, ne? Sonst gibt es hier nichts mehr zu erledigen. Großartig, vorerst. Dann ab nach New York. So, New York ist hier, sagst du. Dann schauen wir uns doch mal das Städtchen an. Da gibt es wieder einiges zu tun. Mit Sicherheit. Ah, alles hier unter Templerkontrolle noch. Und welches Jahr? Ach so, gar kein Jahr. Aber das ist wenigstens mal etwas freundlicher. Von den Farben her. Gefällt mir. Oh yeah. Also, was ist dein Gewinn bei all dem? Derselbe wie deiner. Frieden, Stabilität. Ein Land, in dem alle Seite an Seite leben. Okay. Gleich. Dann schließt dich ein Vor. Mein Vater war ein Assassine. Und ein recht guter dazu, soweit ich weiß. Aber... Ich hoffe, eines Tages Kinder zu haben. Oh. Es ist schwer, in zwei Welten gleichzeitig zu leben. Also entschied ich mich für einen. Ich verstehe. Ich helfe immer noch, wo ich kann. Deshalb sind wir jetzt hier. Aha. Oh, New York. Schickes kleines Städtchen. Ein Mindestmaß an zurück. Wir werden einfach durch alle durchreiten hier. Wieder die Drecksplagen. Was kannst du mir über Thomas Hickey sagen? Er war der Kopf eines Fälscherrings hier in der Stadt. Albernachtzeiten. Wir lassen ihn verhaften. Vom Gefängnis aus kann er dem Commander nichts antun. Weißt du denn, wo er ist? Nicht exakt, aber ich habe eine Idee, wo wir die Suche beginnen. Ich guck mir mal kurz die... Ach du Scheiße.
Ja. Ja. Kleines Städtchen. Da gibt es einen Arsch voll zu tun. Aber gut, es gibt hier Aussichtspunkte ohne Ende. Es gibt diverse Almanachseiten, wirklich viele. Und es gibt 1, 2, 3, 4, 5 Klunker, die ich hier sehe. Und den Rest muss ich mir dann noch kaufen in einem Laden. Und die Truppen scheinen hier auch ein bisschen stärker zu sein, die durch die Straßen laufen. Der Kulpering. Ah. Das scheint hier ganz im Sinne der Revolution zu sein, die Stadt. Scheint nicht mehr so wirklich den Engländern zu gehören. So. Gibt er jetzt auch Stoff? Nein, natürlich nicht. Alter. Da war schon das Ziel. Super. Zweifellos stammt es von Thomas. Okay. Was sollen wir machen? Was soll das? Das ist kein Geld. Nur buntes Papier. Du hast mich zum letzten Mal betrogen. Wache! Alles, was ihr jemals braucht. Ups, okay, das ist ja schon mal ein guter Hinweis. Guter Anfang für unsere Suche. Du siehst mich nicht. Na, wo gehst du lang? Alter Schwede, geht doch. Alter, wieso sind die immer dann misstrauisch, wenn ich die verfolge? Sonst nie. Ja, jetzt kann er mich wiedersehen, oder was? Am Arsch. Och, komm schon. Leck mich doch am Arsch. Geht doch. So. Super Action geladen natürlich. Wie immer. Okay, kann ich nicht. Wechselt er jetzt die Straße? Seite? Scheiße, um den muss ich mich mal eben. Ja, klar. Ich hab selbstverständlich. Ja, da muss ich einen Giftpfeil ihm verpassen. Ach komm. Ich will den kurz plündern hier. Jawohl. Hier Kugeln wieder. Ah, mecker nicht rum. Hab ich ja sofort wieder. So, voilà. Auch nicht schlecht, einfach so auf dem Baum gelandet. Geil, jetzt auch Bäume hier in Städten. Hochmodern, diese Stadt, hochmodern. Ja, damals gab es in New York noch Bäume. Mal abgesehen vom Central Park. Scheiße, das wird knapp. Aber nicht knapp genug.
Ach, scheiß auf die Eimer-Nachseite, mache ich einen anderen Mal. Och. Eine stationäre Belauschung durchführen, ja, okay. Mache ich. Alter, ja, ist ja gut. War ja klar. Verdammt. Boah, ey, nur wegen diesen Flachwichsern, die da oben einen auf... Ah, Mann, ey, da ist immer solche kleinen Spasten einen auf... Ah! Nicht? Und so. Okay, für was für ein Plan? Okay. Fälscher wieder weiter verfolgen. Ja, du auch, runter da. Das war geil. Einfach runtergekickt. So. Nein! Was? Was zur Hölle macht der denn da? Oh, ey. Ich markiere schon den anderen. Ich visiere den anderen schon an und er springt da einfach runter. Alter Schwede, ey. Yay, kann ich schon wieder vergessen hier. So ein Scheiß, Mann. Ach, ich wurde entdeckt. Ist gar nicht, dass ich ihn getötet habe oder so. Na dann. Mann, Mann, Mann. Ach, jetzt hat er nichts Besseres zu tun, als herumzustehen. Alter, der geht mir jetzt schon so auf den Piss, ne? Ich bin so froh, wenn ich den abmetzeln darf am Ende. Klein Flachwichser von Fälscher. Was macht der denn da die ganze Zeit, ey? Alter, kann der nicht einfach normal gehen? Meine Fresse, er wird verfolgt. Na und? Da ist es ja noch unauffälliger, so zu tun, ey. Es hilft bestimmt großartig. Ja, du auch. Ach, du hast keine Chance, Schwachkopf, ey. Na! Ja, ja, ist ja gut. Ach so. Ja, ein Glück. Oh Gott, überall sind Verrückte. Komm runter, los! Sehr realistisch. So, gehe ich mal hier lang. Okay. Könnte ich nicht rein theoretisch den auch einfach gefangen nehmen und halt totprügeln, um so an Informationen zu kommen? Oh ja. Geil.